Wir treffen einfach auf eine Mannschaft, die jetzt über die letzten 2 bis 3 Jahre komplett eingespielt ist und die einfach weiß, was sie zu tun hat, die sehr laufstark ist und sehr unangenehm auch für viele. Deswegen sind sie auch klar drin geblieben in der Liga und genau das wird uns erwarten. Also da wissen wir, was auf uns zukommt. Er ist auch ein junger Spieler, der ein richtig gutes Potenzial hat. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Vor allen Dingen, dass wir ihn auch nicht ausleihen mussten, sondern kaufen konnten. Das heißt, wir bilden ihn jetzt nicht nur aus für dieses Jahr, sondern wissen die meisten, wir haben mindestens 2 Jahre und haben da einfach die Hand drauf und das ist gut. Und sind froh, weil er einfach herausragende Qualitäten hat. Vor der Saison müsste man jetzt sagen, die ersten 6, 7 Plätze sind so gut wie vergeben. Auch was Schalke, wenn ich sehe, haben schon relativ gute Spieler und verpflichten da nochmal drauf. Also das ist einfach so. Jeder möchte da an die Fleischtöpfe ran. Also deswegen erwarte ich, dass es ein Hauen und Stechen gibt. Nicht nur um die Meisterschaft, sicherlich ist Bayern der Favorit, aber Dortmund, Leverkusen, werden eine große Parole bieten. Ich glaube, dass aber auch um die Champions League-Plätze großer Kampf geben wird mit den genannten Mannschaften. Ich denke, es ist schwer zu sagen, wo wir landen werden, dass wir Ziele haben, dass wir nach vorne kommen wollen. Das haben wir, da machen wir keinen Hehl daraus. Dem Ganzen stellen wir uns auch. Solange wir einfach wissen, dass ab Platz 8 spätestens ab Platz 9 der Abstiegskampf anfängt. Wenn man das im Kopf hat, ohne Angst davor zu haben, ohne dass man auch seine Ziele aus den Augen verliert, aber dass man weiß, vor allem da, wo wir herkommen, dann freue ich mich einfach auf die Saison. Wir halten weiterhin die Augen offen, aber wir haben bis jetzt auch nur Dinge gemacht, von denen wir überzeugt waren. Ja, und das werden wir weiterhin tun. Deswegen kann ich Ihnen noch nicht sagen, ob überhaupt was kommt, ob wir das machen, wenn wir nicht das Gefühl haben, das passt jetzt auch in die Struktur. Ich denke, die einzige Veränderung, die wir jetzt gemacht haben, wir haben es extrem in Potenzial angelegt. Also wir haben jetzt nicht auf Kurzfristigkeit geschaut, sondern wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal das Ganze durchbrechen und müssen schauen, dass wir einfach mal eine Mannschaft über 2, 3 Jahre, das ist immer schon ein langer Zeitraum im Fußball, ja, weil wenn einer sehr, sehr gut ist, dann kann er nach einem Jahr weggeholt werden. Aber wir haben einfach jetzt ein Potenzial. Ich glaube, das ist die Wahrnehmung, die ich so mitbekomme, dass wir den Weg ein Stück anders angegangen sind als vielleicht in den letzten Jahren. Wenn jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt, werden wir erstmal den Mannschaftsrat wählen, weil der ist erstmal entscheidend. Das ist, und dann wird daraus ja automatisch der Kapitän. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine große Sache, weil Johann das sehr, sehr gut gemacht hat.